Dann begrüße ich jetzt schon mal ganz herzlich hier im Harlekin-Theater. Jetzt ist heute Abend der Leiter des Harlekin-Theaters gar nicht da, weil er Corona hat. Ich habe jetzt die Schlüsselgewalt, deswegen, also wir können das heute Abend auch so ein bisschen so zu unserem neuen Zuhause machen hier. Deswegen kann ich ihm jetzt keinen Dank aussprechen, aber das ist wirklich für uns, glaube ich, eine ganz schöne Entdeckung, ein Raum, den wir uns auch bestimmt öfter über die Stadt Frechen mieten können. Ich begrüße ganz herzlich zum Grünen Forum, dem ersten in der Präsenz in diesem Jahr. Wir haben mit diesem Grünen Forum vor 3 Jahren von den Grünen in Frechen eine Vortragsreihe gegründet. Sie wird auch unterstützt von den Grünen des Kreises Rhein-Erft. Und mit dieser Vortragsreihe möchten wir für Denkanstöße sorgen. Wir laden Experten und Expertinnen ein zu Themen, die wir gesellschaftlich relevant finden und zu denen wir das Wissen haben wollen von Ihnen und uns dazu dann auch anschließend auch gerne mit Ihnen austauschen wollen. Das Format gab es auch schon über Winter und während des Lockdowns über Zoom und wir waren auch sogar schon im Kino. Und wenn Sie sich im Anschluss an der Veranstaltung draußen eintragen, dann würden wir sogar demnächst informieren, wo nicht noch überall das Grüne Forum demnächst stattfindet. Unser heutiges Thema bzw. Themenfeld ist der Umgang mit Unsicherheit in Krisenzeiten auf der persönlichen und strukturellen Ebene, Hemmnisse und Entwicklung, auch auf der industriellen und politischen Ebene. Wie sind die Zusammenhänge? Dazu entwickeln unsere beiden Referenten heute Abend Fäden, die dann anschließend die Antje Großfuß zusammenholt und mit Ihnen über diese Themen spricht und auch anschließend dann zum Austausch mit Ihnen einlädt. Antje Großfuß stelle ich mal als Erste, Damen zuerst natürlich, unseren Gästen heute Abend vor. Sie ist nach eigener Aussage zu verstärkt politische Arbeit motiviert worden durch die Erkenntnis, dass jegliches Engagement für den Klimaschutz oft ignoriert wird durch eine vorherrschende Mentalität des Weiter-so in Zeiten der multiplen Krisen. Seit Juni letzten Jahres ist sie Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Rhein-Erft II und setzt sich dort im Landtag für vieles ein, aber vor allem für nachhaltigen Strukturwandel und für Beteiligung und vor allen Dingen hier bei uns auch in der Region. Schön, dass du da bist, Antje. Dann stelle ich Ihnen Thomas Brudermann vor, auf der linken Seite auf dem Sofa. Hat ein bisschen was von Loriot, ne? Aber grünes Sofa, immerhin, ne? Thomas Brudermann ist angereist aus Graz, ist dort Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Universität in Graz. Er ist Buchautor, er ist Klimapsychologe und Buchautor, deswegen bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden über, es fällt mir, Psychologist for Future, da ist er engagiert und hat dieses wunderbare Buch, das so bedrückend ist, so fundiert, aber tatsächlich auch unterhaltsam und kurzweilig, über 24 Ausreden mit dem Untertitel, warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu handeln. Da geht es schon sehr an die persönliche Ebene und wir haben uns gedacht, das ist eine wunderbare Konstellation mit Georg Kobiela an seiner Seite. Georg Kobiela ist Physikochemiker mit einem zusätzlichen Master in Philosophie, Politik und Volkswirtschaft. Er engagiert sich bei Germanwatch. Dort verantwortet er das derzeit sehr dynamische Thema Industrietransformation auf nationaler Ebene mit Blick auf NRW und EU. Er vermittelt systemisches Verständnis zwischen Thinktanks, Zivilgesellschaft, Wirtschaftsakteurinnen und politischen EntscheiderInnen und arbeitet daran, progressive Allianzen voranzubringen. Genau richtig hier. Er entschied sich für die Organisation Germanwatch, um noch näher an politischen und gesellschaftlichen Prozessen wirksam zu sein. Zur Erläuterung noch, was Germanwatch ist. Das ist eine unabhängige Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisation, die sich für eine zukunftsfähige globale Entwicklung einsetzt. Und das meint hier sozial gerecht, ökologisch verträglich und ökonomisch tragfähig. Also ganz viele Keywords, über die wir uns heute unterhalten. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Extra angereist für uns. Schön,
Und ja, würde direkt auch Georg Kampiele als erstes das Wort erteilen. Ein Impulsvortrag von ihm, danach Herr Brudermann und dann bringt Antje das mal alles zusammen auf den Punkt. Ganz herzliche Einladung. Ja, ich werde vielleicht ein bisschen mit einem etwas abstrakteren Teil, der vielleicht, wo es ein bisschen schwieriger ist, dann wirklich so auf ein einzelnes individuelles Handeln dann runterzubrechen, anfangen, mal gucken, wie weit wir den Bogen bekommen, oder freue ich mich auch sehr, dass wir da was ganz Spannendes hinbekommen. Ich habe mal meinen Input mit dem Oberbegriff der steilen Pfad überschritten. Kann man sich jetzt streiten, ob es so anstrengend ist, da rauf zu klettern oder eben, weil wir die Minderung so zügig runterbringen müssen. Und auf der einen Seite so ein bisschen auf die globalen Herausforderungen und die lokale Verantwortung, die wir dafür tragen, und vielleicht auch welche Antworten wir hier entwickeln können, schauen und dann ein weiteres Stück mal so ein bisschen jenseits der oftmals diskutierten Energiewende auf ein bisschen andere Sektoren mit Verkehr, Gebäude, Industrie zu schauen, was da eigentlich so passiert oder nicht passiert oder passieren könnte. Und dann nochmal ein bisschen einen Bogen auf Hemmnisse, Herausforderungen, Erfordernisse zu schlagen. An sich beschäftigen wir uns mit einem Thema, das eigentlich relativ, ja, vielleicht auch relativ eigennützig ist. Also letztlich ist die Klimakrise, der Versuch der Beantwortung derselben, ist ja vorwiegend eigentlich eine Frage von so einem Zivilisationserhalt, den wir da versuchen zu betreiben. Wir haben jetzt die letzten 12.000 Jahre erstaunlich konstantes Klima gehabt. In der Zeit ist eigentlich sämtliche komplexe Gesellschaft und Zivilisation entstanden. Und das, was wir mit planetaren Leitplanken jetzt eigentlich versuchen zu betreiben, ist eigentlich da so einen sicheren Korridor, aus dem wir gerade dazu neigen, uns ja rauszukicken, aufzustellen. Kippelemente ist bestimmt ein Begriff, der sehr vielen von Ihnen schon mal über den Weg gelaufen ist. Und die gibt es eben gerade in diesem Bereich, wo man nicht so genau war, also im Erdsystem, im Klimasystem. Irgendwo fangen die so ein bisschen oberhalb der 1,5 Grad an, werden oberhalb von 2 Grad nochmal ein ganz Stück wahrscheinlicher. Und können halt potenziell sehr verstärkend da drin wirken. Bei 1,5 Grad ist ohnehin die Frage, wie erreichbar dieses Ziel noch ist. Gleichzeitig, da es eben immer weiter, immer wahrscheinlicher wird, dass wir solche Punkte reißen und damit auch Kaskadeneffekte in Gang setzen, ist eben so diese Botschaft, jedes zehnte Grad zählt unheimlich wichtig. Also es gibt nicht die eine Grenze, hinter der ist alles schrecklich und das Spiel ist verloren und davor ist alles gut. Das heißt, aus dieser Anstrengung kommen wir wohl zeitlebens nicht raus. Und es gibt aber diese Kippelemente nicht nur im Erdsystem und im Klimasystem, sondern es gibt auch sogenannte soziale Kippelemente, was ganz Spannendes eigentlich auch sind und die vielleicht auch hoffnungsvoll stimmen können. Das ist auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen vielleicht ein bisschen längerfristig wirkend, vielleicht eher so die Zeitskala von 30 Jahren, Normen, Werte, auch das, was vielleicht Religionen vermitteln. Und nur etwas kürzer, so zwischen 10 und 30 Jahren, je nachdem, Aspekte vom Bildungssystem, aber auch vom Energiesystem, von Infrastrukturen, von Städtebau, wie organisieren wir eigentlich auch das, wie wir wohnen und leben, anders. Gleichzeitig ist da natürlich neben diesem das Bewusstsein dafür zu haben, aber auch sich zu organisieren und zu planen da natürlich drin. Glaube ich, kurzfristig sind Aspekte im Finanzgeschehen, Finanzmärkten, können sehr kurzfristig sein, die auch wiederum grundsätzlich auch Entwicklung anreizen, anstoßen können. Parallel dazu habe ich jetzt ja schon mal so umrissen, also irgendwie so 10 bis 30 Jahre, bis ganz viel in Schwung gekommen ist und wahrscheinlich haben wir so viel gesellschaftlichen Wandel in der Hinsicht derzeit, wie wir es praktisch noch nie gehabt haben und trotzdem fühlt es sich irgendwie noch sehr zäh und langsam an. Zumal zu diesen Veränderungsaspekten dort noch so eine technologische Zeitskala draufkommt, dass eine Pkw-Flotte, bis die einmal erneuert ist, dauert es vielleicht irgendwo so in der Größenordnung 15 Jahre, bis ein substanziell großer Teil davon durch ist. Technische Anlagen in der Industrie sind eher so bei 20 bis 60 Jahren unterwegs.
Gebäudesanierung, weil wir bei derzeitiger Sanierungsquote von immer ein bisschen oberhalb von 1% sind, würde es quasi 100 Jahre dauern, bis wir unseren gesamten Gebäudebestand einmal saniert haben. Das heißt, wir reden über sehr lange Zeitskalen, wo man gleichzeitig Notwendigkeit hat, da sehr vieles zu beschleunigen und zusammenzubringen. Pipelines, Windparks sind vielleicht irgendwo so bei 10, vielleicht auch mal 5, vielleicht auch deutlich bestimmt über 10 Jahren. Das heißt, wir haben da schon mal eine große Herausforderung, beobachten gleichzeitig, dass wir, auch weil auch politische Prozesse und Verordnungen von dort aus auch erstmal in Gang kommen müssen, haben wir nach wie vor eine Umsetzungslücke auch im Politischen bezüglich dem, was eigentlich an Klimazielen auch im Klimaschutzgesetz festgehalten ist dabei. In den einzelnen Sektoren sehe ich ein Stück weit unterschiedlich. Ein Sektor, der da, finde ich, noch deutlich mehr Diskussion und Aufmerksamkeit bekommen sollte, als er hat und auch wo deutlich mehr Skandalisierung eigentlich guttun würde, ist der Verkehrsbereich, wo ja auch der Expertenrat letzten Sommer eine glatte 6 ausgestellt hat bezüglich der Aktivitäten, weil sie einfach Thema verfehlt, nicht ausreichend nachgebessert. Und diesen Dreiklang von vermeiden, verlagern, verbessern, der eigentlich so eine Mobilitätswende ausmacht, der wird da bisher einfach nicht wirklich angegangen. Es wird ein Stück weit über das Verbessern, also die Antriebswende diskutiert, die restlichen Bereiche, wo es eigentlich wirklich an die tiefgreifenden Stücke dabei drin geht, da fehlt es doch noch sehr. Und das lässt natürlich auch auf einer individuellen Ebene zu diesem, welche Mobilität praktiziere ich, natürlich auch eine gewisse Hilflosigkeit dann zurück, wo man einfach in gewissen Systemzwängen dann halt auch drin ist, um von A nach B zu kommen, vielleicht auch notgedrungen weiter von A nach B kommen zu müssen, als es in einer anders organisierten, auch städtebaulich anders organisierten Gesellschaft vielleicht notwendig wäre. Auf einzelne Punkte, also welche politischen Maßnahmen da toll wären, können wir vielleicht in der Diskussion eingehen. Das ist vielleicht auch eine etwas frustrierende Liste sonst. Aber grundsätzlich könnte man sehr viel gestalten, nur so viel dabei. Wenn man halt den entsprechenden politischen Willen, mit den entsprechenden politischen Mehrheiten hat und das auch auf die einzelnen Ebenen runter ist, auch einen gewissen Willen dazu gibt. Anderer Bereich neben Verkehr, ist, über den auch sehr, sehr wenig diskutiert wird, ist, dass, ist der Gebäudewärme. Und Gebäudesanierung sind auch immerhin 15% der Emissionen, die quasi direkt in der Gebäudewärme entstehen. Je nachdem, wenn man den Energiebedarf und die Emissionen, die davon noch mit drinnen, sogar circa ein Drittel der deutschen Emissionen. Immerhin, das geht ein bisschen runter, aber nicht sehr viel. Verkehrsbereich ist stagnierend, eigentlich ziemlich die ganze Zeit, so etwa bei 20%, hat sich nicht viel geändert. Bei Gebäudewärme ist so ein Teilaspekt, dass wir über die letzten 5 Jahrzehnte haben wir knapp eine Verdreifachung des Wohnraums pro Kopf. Da können wir noch so gut dagegen ansanieren und andämmen. Wenn wir mehr Quadratmeter warm halten müssen, ist es natürlich schon da auch durchaus sportlich und herausfordernd. Und eben diese Sanierungsrate tatsächlich hochzubekommen, neben dem Wärmepumpen einzubauen oder wirklich die Dinger eben zu dämmen und da dabei eben auch irgendwo mal dahin zu kommen, eine Sanierungsrate von 3-4% zu bekommen, was nie da gewesen ist, was eine enorme Herausforderung darstellt, ist jetzt nicht unbedingt so ein sexy Thema halt, über Gebäudedämmung zu diskutieren. Da gibt es Sachen, die sind greifbarer auch irgendwie da. Oder auch über welche Gebäude sollte man denn zuerst angehen, so diese quasi das Worst First zu betreiben, also die schlimmsten zuerst, also die so in den 60er Jahren oder davor gebaut wurden und verheerend gedämmt sind, anzugehen und damit eigentlich gleichzeitig auch eine soziale Schieflage eigentlich mit adressieren zu können. Solche Diskussionen führt man halt relativ selten, weil es sind das dann aber auch wieder Personen, die sitzen eigentlich da drin und können auch nicht so arg viel an ihrem Energiebedarf selber runterbringen dabei. Also auch sowas, wo die individuelle Handlungsmöglichkeit relativ limitiert erstmal dasteht. Wo man aber grundsätzlich, wenn man da mehr ermöglichen würde, auch mehr Sanierung dort anschieben würde, wahrscheinlich Leuten auch eine Handlungsmöglichkeit wieder, oder das Gefühl einer
einer Mitgestaltung wieder zurückgeben könnte. Dritten Sektor, wo ich kurz noch drauf eingehen will und wo es natürlich auch nochmal zu dem was tun durchaus auch mal spannend ist, ist der Industriebereich, was auch so ein knappes Viertel der deutschen Emissionen sind. Gibt grundsätzlich einen Reduktionspfad dabei, also es ist über die letzten Jahrzehnte runtergegangen, muss aber grundsätzlich noch deutlich schneller werden und auch tiefgreifender dort reingehen. Die Hauptschwierigkeiten oder die hauptemittierenden Branchen dabei sind Stahl, Zement und Chemie. Und das sind auch so die wirklich dicken Klopper, wo also auch wahnsinnig viel Geld natürlich und auch gleichzeitig erforderlich ist, die umzubiegen dabei. Und also auf so einer strategischen Ebene lässt sich das irgendwie schön beschreiben, dass man auf der einen Seite mehr Kreislaufwirtschaft und Effizienz braucht mit einigen Unterpunkten, also sowas wie generell mehr Stoffe im Kreis zu führen, mehr Energieeffizienz, Materialeffizienz oder auch eben andere Materialien für manches zu verwenden, vielleicht auch von der einen oder anderen Tonne Zement damit wegzukommen und andere Baustoffe einzusetzen. Auf der anderen Seite neben dieser Kreislaufwirtschaft, so die direkte und indirekte Elektrifizierung, dass man ganz viele Prozesse elektrisch betreiben müssen, statt wie bisher sie fossil zu betreiben. Also sprich, brauchen entsprechend sehr große Mengen Grünstrom und die entsprechenden Anlagen in diesen Betrieben drin, die das dann auch so umzusetzen, sehr viel auch der Wärme auf Strom auszurichten und eben auch an einigen Stellen Wasserstoff, vorzugsweise grünen Wasserstoff, einzusetzen, um zum Beispiel Stahl ohne Kohle herzustellen, dann, was ja nicht so fern von hier in Duisburg damit auch noch ein wichtiges Thema ist. Dritter Bereich sind dann quasi Kohlenstoffkreisläufe zu schließen, wo auch so spannende Themen damit aufkommen, die grundsätzlich in den letzten Jahrzehnten auch erstmal politisch mit sehr viel Ballast beladen wurden, weil man dann plötzlich von dem Auffangen und dem Deponieren von CO2 dann auch sprechen müssen. Nicht auf den Energiesektor bezogen, aber eben auf manche dieser Grundstoffindustrien bezogen. Also da sind wir bei CCS und CCU-Praktiken drin. Auch die Frage, wie viel Biomasse man einsetzen kann, das sind grundsätzlich hochkontroverse Themen natürlich auch, weil sie eben auch mit Ballast daherkommen und weil wir den Ballast von 20 Jahren Stagnation oder wie lange auch immer man es zählen möchte, dabei mit drauf haben. Und da sind wir eigentlich auch an einer gewissen Schwierigkeit drin, dass wir auf der einen Seite können wir relativ gut, und da sind wir in Deutschland auch, glaube ich, sehr gut drin, ein perfektes System skizzieren. Und damit auch uns die Frage stellen, wie könnte denn eigentlich ein defossilisiertes, klimaneutrales System im Jahr 2050 in der EU oder hoffentlich 2045 in Deutschland dann aussehen und sagen, diese Komponenten gehören da drin zusammen. Und gleichzeitig gibt es auch andere Stimmen, durchaus auch aus Verbänden, aus Umweltverbänden, aber auch aus manchen anderen Richtungen, auch sie sagen, wir müssen vor allem möglichst schnell mit den Emissionen runter und müssen deswegen auch suboptimale, aber verfügbare Lösungen frühzeitig einsetzen. Und diese beiden Sichtweisen haben grundsätzlich beide irgendwo recht. Das Blöde ist, wie kriegen wir das so zusammen, dass letztlich dieses möglichst ideal skizzierte Zielbild möglichst weitgehend erhalten bleibt und nicht bedroht wird und wir trotzdem möglichst früh mit den Emissionen runterkommen, weil es ja auch auf das Gesamt-Carbon-Budget ankommt dabei. Und das kriegen wir oftmals nur zusammen, indem wir letztlich ein Vertrauen in so einen Transformationspfad dabei auch reinbekommen, dass möglichst auch überparteilich es quasi einen Konsens gibt, jawohl, wir wollen dorthin, wir wollen den Klimaschutz nachdrücklich betreiben, wir wollen aber auch eine Defossilisierung nachdrücklich betreiben und nicht irgendwie einen weiter so bisschen dahin basteln, dass man, wenn wir unter anderem CCS oder in manchen Bereichen dann eventuell einsetzen, dass man quasi noch ein paar Praktiken dann weiterziehen können und ein bisschen was so am Rande damit dann noch weitermachen können. Also das heißt, wir brauchen da irgendwelche Safeguards oder vielleicht auch irgendwie Aufpasser auf diese Transformationen und zuweilen auch etwas ungewöhnliche Akteurskonstellationen oder Allianzen, die in sowas reingehen können, weil auch dieser komplexe Maßnahmenmix, der für diese Gesamtumstellung erforderlich ist, eigentlich auch unmöglich von einem Einzelakteur wirklich betrieben werden kann oder für alle diese Komponenten gepusht werden kann. Also angenommen könnte man vielleicht ansetzen, ein Zementwerksbetreiber, der sagt, ja, an sich möchte ich das CO2 an meiner Anlage auffangen können,
Das wird aber nur glaubhaft, wenn gleichzeitig irgendwie der Gesamtbedarf an Zement runtergeht, ist eventuell gar nicht von sich aus irgendwie in der Lage oder hat die passende Stimme, die Prozesskette hinreichend weit zu überblicken, kann vielleicht ein paar Hebel beschreiben, aber braucht dann auch andere Akteure, die auf dieser Bedarfsreduktionsseite dann auch wieder aktiv werden in der ganzen Geschichte drin. Und auf die Art spielt es, glaube ich, oftmals dann Unterschied zusammen. Und da wir halt nun mal nicht so arg viel Zeit haben, müssen wir jetzt fieserweise viele Prozesse auch gleichzeitig oder parallel angehen, die wir eigentlich gerne nacheinander machen würden. Das eine Thema anzugehen, während wir beim anderen noch sagen, eigentlich wäre das vor allem das Wichtige, gerade mit diesem, was ich am Anfang gesagt hatte, mit dieser Zeitskala, dass manche einfach lange dauern, bis man die Infrastruktur aufgebaut hat, unter anderem. Da irgendwie miteinander da gut hinzukommen, bedeutet halt auch wieder, dass wir auf der einen Seite einen Wissensstand in einer breiten Gesellschaft drin bauen dafür, aber dass eben da auch nachdrücklich miteinander darauf aufgepasst wird, dass Sachen nicht ganz wild und schief laufen dabei. Und ja, mit dieser Problemstellung. Ich wollte jetzt gerade sagen, lasse ich euch jetzt alleine. Ich habe jetzt hier aus dem Publikum gerade schon eine Frage gehört, die beschäftigt vielleicht auch andere. Es geht um das CCS. Könnte ganz kurz, also ich habe das gerade schon zugeschnitten bekommen, aber vielleicht weiß es jemand anders ja auch nicht. Kurz erklären, was damit gemeint ist. Es ist das Auffangen von CO2, also deswegen Carbon Capture. In der alten Diskussion war das vorwiegend, ging es da viel um Kohlekraftwerke, das da quasi aufzufangen und damit halt quasi die Kraftwerke weiter zu betreiben, ist an den Dingen gleichzeitig ein recht energieaufwendiger Prozess. Und dieses CO2 damit dann als Storage quasi geologisch zu pressen, zu lagern. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern das kann man tatsächlich. Das wird unter anderem vor Norwegen seit knapp 30 Jahren erfolgreich praktiziert. Bei den Kraftwerken ist das Problem, dass es eben sehr energieaufwendig ist. Das heißt, man braucht da circa ein Drittel mehr Kohle dann dabei, um das zu praktizieren. Und man hat eine nicht vollständige Capture Rate. Das heißt, es geht immer noch ein bisschen was in der Atmosphäre auch raus dabei. Je nach Technologie ein bisschen unterschiedlich viel. Und je mehr man aufwendet, desto energieaufwendiger ist es auch. Wenn wir es an Anlagen wie zum Beispiel bei einem Zementwerk einsetzen, wo ein Großteil der Emissionen einfach daher kommt, weil dieser Kalkstein, aus dem wir halt den Zement produzieren, selber quasi, da wird CO2 aus dem ausgetrieben, wenn man das Material herstellt. Um die Emissionen kommen wir, solange wir nicht grundsätzlich andere Baustoffe verwenden, kommen wir um die Emissionen nicht rum dabei. Das heißt, das ist das, was so als schwer vermeidbare bis nicht vermeidbare Emissionen gerne bezeichnet wird. Da ist eine andere Diskussion als bei einer Technologie, die sich Kohlekraftwerk nennt, wo wir grundsätzlich eine gut verfügbare andere Möglichkeit haben dabei. Und deswegen sind es etwas unterschiedliche Diskussionen, die da gerade laufen. Eine kurze Ergänzung dazu. Der Weltklimarat hat im letzten Bericht eigentlich Carbon Capture and Storage schon als unabdingbar bezeichnet, um jetzt die Paris-Ziele noch einigermaßen realistisch erreichbar zu machen. Aber wie tickt denn der Mensch angesichts der Krise, der sich jetzt vielleicht nicht so Gedanken macht, wie betreibe ich mein Werk, sondern in seinem Alltag? Und was beschäftigt die Menschen dabei, wenn sie über die Klimakrise nachdenken und darüber nachdenken, wie wirksam bin ich eigentlich oder wie wirksam kann ich denn eigentlich sein? Ja, also ich befürchte, jetzt wird es seichter oder einfacher in den Erklärungen. Ja, also Strukturwandel braucht auch die Menschen. Und ich habe mich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, also eigentlich fast mein ganzes akademisches Leben, mit der Frage beschäftigt, wie kriegen wir Nachhaltigkeit und menschliches Verhalten irgendwo zusammen. Wo und warum ist es so attraktiv, dieses Weiter-so? Ja, was ist der Reiz des Weiter-so? Warum haben wir Angst vor Veränderungen? Und wo sind auch die Hürden? Also es gibt strukturelle Hürden, die kennt man gut, die habe ich heute auch wieder kennengelernt, als ich am Bahnhof Frechen einmal kurz gestrandet bin. Es gibt aber durchaus auch diese psychologischen Mechanismen und Hürden. Und über die habe ich mir lange Gedanken gemacht und da habe ich auch dieses Buch drüber geschrieben. Man sieht, es ist relativ dünn geworden, aber
immerhin. Ich versuche ein bisschen was daraus zu erzählen. Und ich habe da ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Das erste ist Bewusstsein, Klimawandelbewusstsein. Und erstaunlicherweise sehen wir global ein relativ hohes Bewusstsein für die Existenz und Problematik von Klimawandel. Das ist, kann man in allen Ländern fragen, und das macht man auch mit repräsentativen Stichproben. Da hat man meistens über 75% der Menschen, die sagen, Klimawandel passiert oder passiert sehr wahrscheinlich. Ja, der Gruppe derer, die sagen, das passiert wahrscheinlich nicht oder das ist alles ein Blödsinn, ist relativ klein. Das ist manchmal eine laute Gruppe, die nehmen wir auch wahr, aber wenn man es jetzt statistisch ansieht, ist das prozentual meist im einstelligen Bereich. Ja, ich glaube, Deutschland waren es 10% oder unter 10%, die dezidiert Klimawandel leugnen. Wenn es um die Frage geht, ist das jetzt natürlich, ist das menschengemacht, ist es nicht so klar, aber selbst bei dieser Frage haben wir eine relativ große Zustimmung zu menschengemachten Klimawandel. Ja, also das wird von den Menschen durchaus akzeptiert, es wird auch als Problem gesehen. Die zweite Frage ist dann, besorgt das die Menschen? Und wenn wir sie fragen, also wenn ich jetzt in diesem Raum frage, wie besorgt sind sie über Klimawandel, ich glaube, da werden wir alle am oberen Ende der Skala sein. Wenn wir das wieder mit repräsentativen Studien machen, ist es nicht ganz so eindeutig. Aber auch da sehen wir, ich habe jetzt Zahlen aus Österreich, aber Deutschland ist meistens ähnlich, 15% alarmiert, ein Drittel, also 33-34% sehr besorgt, ein weiteres Drittel etwas besorgt und dann gibt es halt Gruppen, die sagen, nein, bin nicht besorgt oder es stimmt alles nicht. Also wenn man die Menschen fragt, macht ihnen das Sorgen, dann hört man oft ein Ja. Hat aber auch damit zu tun, wie man die Menschen fragen. Wenn man sie fragen, was macht ihnen Sorgen, dann ist Klimawandel eben nicht oben dabei. Ja, dann kommen andere Themen, also tagesaktuelle Themen. Das kann Pandemie sein, das kann der Krieg in der Ukraine sein. Das sind Dinge wie Wirtschaft, Gesundheitssystem, Kriminalität. Und das sind noch immer diese kollektiven Sorgen. Viel wichtiger sind persönliche Sorgen. Meine Familie, meine Beziehungen, mein Job, meine Gesundheit. Ja, das beschäftigt die Menschen mehr. Und wenn ich jetzt mich um viele Dinge sorgen muss, dann ist Klimawandel eben etwas, das nicht sehr weit oben steht. Leider. Ja. Ist aber auch verständlich. Also da haben wir so ein bisschen ein gemischtes Bild. Wie schaut es aus beim Wissen? Was wissen Menschen über Klimawandel? Und da machen wir auch Tests. Also wir haben da kurz vor Corona haben wir so einen Wissenstest gemacht in Österreich mit einem repräsentativen Sample wieder. Gleichzeitig wurde das auch in Deutschland gemacht. Wir haben nichts davon gewusst, aber wir haben uns später ausgetauscht und wir hatten sehr ähnliche Ergebnisse. Das Bild, das da gezeichnet wurde, war leider nicht sehr hoffnungsvoll. Also es gibt da sehr viele Missverständnisse. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass 60% der Menschen glauben, dass das Ozonloch hauptverantwortlich für den Treibhauseffekt ist. Ja. Wir haben 83% der Menschen, die nicht wissen, dass Wasserdampf ein Treibhausgas ist. Und wir haben immer nur so Ja-Nein-Fragen gestellt. Ja, wir geben ihnen ein Statement und fragen, stimmt das oder stimmt das nicht? Also man hat da so 50-50 Chancen. Und wir hatten im Durchschnitt 55% richtige Antworten. Ja, das ist ein bisschen besser als ein Münzwurf. Also wirklich nicht besonders gut. Wo wir hohe Werte hatten, war bei der Frage, wie sicher sind Sie sich, dass Sie recht haben? Ja, also da haben wir fast immer 80%. Ja, egal, wie korrekt die Antworten sind, das Vertrauenslevel in die eigene Antwort ist fast immer 80% plus minus. Ja. Also da gibt es ein sogenanntes Übervertrauen, Überschätzung des eigenen Wissensstands, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Auto fährt, Sie kennen das vielleicht. Also fast alle halten sich selbst für überdurchschnittlich begabte Autofahrer, ich sage gendere bewusst nicht, gibt es auch gewisse Verzerrungen. Ja, also das ist ein Problem, auch beim Handlungswissen schaut es nicht gut aus. Wir haben Studien, wo wir Menschen fragen, was ist am effektivsten beim Umweltschutz? Und da wurde eine Studie gemacht in 7 verschiedenen Ländern, Südafrika, Indien, Polen, China, Brasilien, Großbritannien war dabei. Und man hat die Menschen auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten lassen, wie effektiv gewisse Handlungen sind auf individueller Ebene. Die Auswahlmöglichkeiten waren Konsum reduzieren, Fleisch reduzieren, Politiker, Politikerin kontaktieren oder Wasser sparen beim Zähneputzen.
Was glauben Sie, war der Gewinner in allen Ländern, wirklich in allen Ländern, Deutschland war nicht dabei, aber in allen Ländern war das Wassersparen beim Zähneputzen der Gewinner dieser Umfrage. Ja, was natürlich nicht stimmt, aber das ist halt auch wieder ein psychologischer Mechanismus. Das Wasser, das darunter rinnt, das sehe ich, da habe ich ja direktes Feedback. Das Wasser, das in der Fleischproduktion reingeht, das sehe ich nicht. Ja, und das ist schon zu weit weg, damit wir das noch direkt wahrnehmen. Ich habe mich jetzt am Nachmittag getroffen mit dem Frank Bilstein, der hat so eine Foundation, Donanto Foundation. Er war früher Consultant, hat Firmen geholfen, Kunden und Kundinnen zu verführen, mehr zu kaufen. Jetzt macht er das Gegenteil, also Saulus zum Paulus. Also er versucht jetzt, sein Wissen für die gute Sache einzusetzen und er macht auch Befragungen, zum Beispiel mit Kearney, mit diesem Marktforschungsinstitut. Er hat da eine Studie mit 5000 Teilnehmenden aus 4 Ländern und da wurde gefragt, was ist das Beste, um die eigene Klimawirkung zu verbessern? Und das konnte man reiten oder man konnte eines auswählen aus verschiedenen Möglichkeiten, wie wieder kein Fleisch zu essen, nicht zu fliegen, moderne Wärmedämmung. Gewinner in dieser Umfrage war keine Plastiktüten benutzen. Auch in allen Ländern, also zumindest in allen Ländern ganz vorne dabei. In den USA war noch das effiziente Autofahren ein bisschen besser, in Frankreich das regionale und saisonale Essen, also auch die Stereotype haben sich da vielleicht etwas bestätigt. Aber man sieht, es gibt da Missverständnisse. Es werden da oft die Wirksamkeiten verschiedener Maßnahmen, auch auf politischer Ebene, von den Menschen völlig falsch eingeschätzt. Ja, das ist ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist, als Menschen wollen wir uns gut fühlen über uns selbst. Und die meisten, die über sich selbst nachdenken, sehen an guten Menschen. Also wenn man mit Spiegel, man sieht fast diesen Superman oder Superwoman im Spiegel, wenn man reinschaut. Ja, also ich halte mich selbst für großartig und das geht vielen Menschen so. Gibt es Ausnahmen, ja, bei Depressionen oder bei anderen psychischen Problemen ist das nicht der Fall. Aber die meisten von uns haben ein positives Selbstbild. Und zu diesem positiven Selbstbild gehört auch dazu, dass wir uns umweltfreundlich, klimafreundlich verhalten wollen zumindest. Und das machen wir in vielen Bereichen. Wir verwenden weniger Plastik, wir schalten das Licht aus, wir duschen vielleicht kürzer, wir heizen jetzt weniger, wir machen all diese Dinge. Wir machen im Wesentlichen Dinge, die auch Umweltkampagnen in den letzten 10, 15 Jahren uns ja gesagt haben. Ja, wir sollen das tun, wir tun es, wir fühlen uns dabei relativ gut. Und die Hoffnung dieser Kampagnen war wohl auch, dass die Menschen eben mit so kleinen Dingen anfangen und dann schrittweise auch die schwierigeren Dinge angehen. Und als ich angefangen habe mit meiner Forschungskarriere, da gab es diesen sogenannten Spillover-Effekt, der sehr, sehr stark untersucht wurde. Man hat geschaut, passiert es wirklich, dass quasi das umwelt-klimafreundliche Verhalten überschwappt auf andere Bereiche? Das kann passieren, das passiert bei Menschen mit sehr starken Öko-Einstellungen, also bei Ihnen wahrscheinlich könnte das passieren, bei den meisten Menschen passiert es aber nicht. Da kommen andere psychologische Mechanismen ins Spiel. Da gibt es etwas, das heißt moralisches Lizenzieren zum Beispiel. Also ich tue jetzt eh schon das Plastiksackerl nicht mehr verwenden und ich mache das mit dem Licht und mit der Heizung, also darf ich dann wohl mit dem Auto fahren. Oder dann darf ich wohl fliegen, ich lebe jetzt ja eh vegan. Also das sind so Rationalisierungsversuche, die uns sehr oft begegnen in der Klimapsychologie. Ja, das sind sehr starke Effekte. Vor allem auch bei jungen Menschen sieht man das oft stark. Also man könnte sagen, ja, ich habe mich jetzt hier an die Straße angeklebt, also darf ich... Na, okay. Nicht zu zündeln, den Satz bitte. Nicht zu zündeln, nein. Also, sorry, aber das ist auch menschlich. Ja. Ich will da jetzt nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommen. Das sind menschliche Mechanismen, denen wir alle irgendwo unterliegen. Ja. Und wir wollen uns über uns selbst gut fühlen. Dazu gehört auch, dass wir gewisse Dinge auch ausblenden. So Negativszenarien, Schreckensmeldungen, apokalyptische Klimameldungen. Das macht uns ja keinen Spaß, wenn wir uns dem aussetzen. Ja, das gibt uns ja kein gutes Gefühl. Und solche negativen Szenarien und auch Dinge, die negative Emotionen hervorrufen, die haben halt auch die Gefahr, dass wir sie dann irgendwann wegschieben. Ja, dass wir abstumpfen. Wir kennen das von kriegerischen Auseinandersetzungen. Irgendwo bricht ein Krieg aus. Wir sind elektrisiert. Diese Negativmeldungen, also wir saugen Informationen auf, wir sind da voll drinnen.
aber nur kurze Zeit. Dann lässt dieses emotionale Involvement nach. Ja, und im Klima haben wir auch das Thema. Das ist jetzt ein Thema, das uns medial mindestens seit 15 Jahren begleitet, natürlich verstärkt in den letzten Jahren. Aber das ist halt auch kognitiv schwierig, ja, sich immer damit auseinanderzusetzen. Das ist unserem Wohlbefinden nicht zuträglich. Und deswegen gibt es eben die Tendenz, dass wir diese unangenehmen Nachrichten auch von uns wegschieben. Und also es trifft vielleicht nicht auf alle hier im Raum zu. Ja? Also wir haben mit dem ja auch täglich zu tun. Ja? Aber wenn wir jetzt in die allgemeine Bevölkerung gehen, die haben halt nicht die kognitive Kapazität, haben auch ganz andere Sorgen vielleicht. Die können sich nicht auch noch mit Klimawandel und diesen Schreckensmeldungen auseinandersetzen. Also negative Emotionen bringen Aufmerksamkeit, das ist schon gut, ja? Aber eben nur mal kurzfristig. Ja? Wenn man jetzt, wie lange habe ich denn Zeit, um weiterzusprechen? Ja. Ich spreche auch 2 Stunden, aber ich glaube, das ist ja nicht... 5 Minuten vielleicht, ne? 5 Minuten, ja, okay. Dann sage ich noch ein bisschen was zu negativen Emotionen. Was da vielleicht auch dazu passt, ist dieses Gefühl, dass manche von uns beschleicht, es ist zu spät. Das hört man auch oft in Diskussionen. Es ist eh schon zu spät. Wir können ja eh nichts mehr machen. Ja, das ist dieser berühmte Klimafatalismus. Aus psychologischer Sicht würden wir sagen, das ist sowas wie erlernte Hilflosigkeit. Wir fühlen uns hilflos. Wir fühlen uns nicht selbstwirksam. Und das ist Gift für die Motivation. Wenn man das Gefühl hat, man kann nichts machen, dann tut man auch nichts. Das ist einerseits bequem, ja, ich kann nichts machen, ich muss nichts machen. Andererseits brauchen wir aber auch, wenn wir handeln, so ein Gefühl, dass es was bringt. Gefühl der Selbstwirksamkeit ist extrem wichtig. Und da haben wir wieder beim Klimathema die Situation, wenn ich heute nicht Auto fahre, dann ich merke ja gar keine Auswirkungen auf den Klimawandel. Ja. Also ich habe dieses direkte Feedback nicht. Ich habe das bei Dingen wie Ernährung, da fühle ich mich vielleicht besser, wenn ich mich gesund ernähre. Ich habe es bei gesündere Lebensweise, Sport, ja, also wenn ich Rad fahre, das spüre ich dann im Körper, ich werde fitter, da habe ich dieses Feedback. Aber bei Klimathemen habe ich das eben nicht direkt. Da braucht man oft andere Dinge, um diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Eine davon ist übrigens, sich zu engagieren, zu sprechen darüber, gemeinsam Dinge zu machen. Da fühlt man dann eher diese Selbstwirksamkeit. Ja. Also wir brauchen auch diese positiven Emotionen wieder. Ja, also nur mit Negativität macht man nicht. Mit Angst, also Angst ist eine super Emotion. Ja. Evolutionsgeschichtlich extrem nützlich. Sie gibt uns in einer Gefahrensituation sehr klare Handlungsoptionen. Ich habe Angst, weil ich einem großen Raubtier im Wald gegenüberstehe. Und ich habe da sofort Optionen. Entweder ich tue gar nichts, ich friere ein und hoffe, die Gefahr geht vorüber. Oder ich renne davon. Ja. Und mein Fokus ist halt ein Tunnel, ja, sehr fokussiert. Ist aber leider eben auch beim Klimathema auch nicht brauchbar, weil das ist eine sehr komplexe Herausforderung. Die hat auch, anders als diese Raubtiersituation, einen sehr langen Zeithorizont. Und da kommen wir mit negativen Emotionen nicht hin. Da brauchen wir Kreativität, da brauchen wir innovative Zugänge, da brauchen wir einen breiten Blickwinkel. Und dafür brauchen wir positive Emotionen. Ist aber auch nicht so einfach. Positive Emotionen sind natürlich auch eine Gratwanderung. Wenn wir jetzt so sagen, hurra, Klimaschutz, und das schaffen wir schon, da ist man sehr schnell auch im Gefühl, das wird schon, das ist eh nicht so schlimm. Ja, also wir wandern auch hier einen sehr schmalen Grat. So, letzter Punkt, den ich noch sagen, oder den ich noch hinzufügen möchte. Lebensrealitäten und soziale Identitäten habe ich hier aufgeschrieben. Klimawandel hat natürlich die Eigenschaft, dass die Auswirkungen unterschiedliche soziale Gruppen unterschiedlich stark treffen. Eine Hitzewelle im Sommer halte ich leichter aus, wenn ich in der Vorstadt, in der Villa mit Pool bin, als wenn ich in einer Dachgeschosswohnung in der Stadt lebe. Das ist relativ einfach. Jetzt ist es aber so, dass Klimaschutzmaßnahmen auch Gefahr laufen können, ich formuliere bewusst vorsichtig, Gruppen, die ohnehin schon benachteiligt sind, nochmals zu benachteiligen. Und das muss nicht nur ökonomisch sein. Ja, natürlich CO2-Steuer und Umverteilungsmechanismen
Jetzt ist es aus, oder? Ja, aber wenn wir jetzt irgendwelche finanziellen Mechanismen haben, die quasi klimaschädliches Verhalten bestrafen und klimafreundliches Verhalten belohnen, dann kann das schon profitabel sein für sozioökonomisch schlechter gestellte Gruppen, weil die ja tendenziell klimafreundlicher sind. Aber die Lebensrealitäten dieser Menschen sind halt auch so, oder haben halt auch die Eigenschaft, dass sie wirklich oft nicht Platz haben für das Klimathema und dass dann noch Klimaschutz manchmal als Bedrohung daherkommt. Ja? Ich darf jetzt nicht mehr Auto fahren oder ich soll jetzt kein Fleisch mehr essen, ich muss jetzt mich vegetarisch ernähren. Das sind Dinge, die auch, also nicht nur, das ist nur die ökonomische Komponente, das sind auch Lebensrealitäten. Oder wenn wir denken an Braunkohlemineure, also man muss sich schon auch in die Schuhe dieser Menschen stecken. Gestern waren die das Rückgrat einer stolzen Wirtschaft, einer stolzen Region. Heute sind sie die Bösewichte in der Klimadiskussion und morgen arbeitslos und hängen an Transferzahlungen. Vielleicht kriegen sie einen Golden Handshake und sowas. Aber was sie nicht bekommen, ist die Wertschätzung. Und die ist aber auch extrem wichtig für uns. Ja, das Gefühl, etwas beitragen zu können, ist allen Menschen wichtig. Und die harte Nuss, die wir hier knacken müssen, wie nehmen wir auch diese Menschen mit, deren Lebensrealität, deren soziale Identität bedroht ist von ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen. Und das ist etwas, das man vielleicht in der Diskussion auch aufgreifen kann. Ja, und da sind wir schon auch bei anderen Zweigen, Stichwort Ford, die bisher immer die Autos für die Menschen zusammengeschraubt haben. Und was ist eigentlich mit denen? Da gibt es auch eine große Anzahl von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Erstmal ganz herzlichen Dank, jetzt sage ich doch Sie an Sie beide. Ich fand spannend, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, wie Sie begonnen haben mit dem Thema Strukturwandel braucht die Menschen. Weil das ja doch ein sehr technikzentrierter Begriff ist, auch dieser Begriff Transformation, kann man ja vielfältig jetzt auch definieren. Was braucht denn der Strukturwandel für Menschen? Braucht der Menschen, die den Strukturwandel vorantreiben, die ihn aushalten, die ihn gestalten? Was genau für Menschen braucht denn der Strukturwandel? Die Antwort wäre ja. Also ich würde sagen, alles davon. Ja, natürlich brauchen wir die es vorantreiben. Wir brauchen aber auch die Akzeptanz. Also die große Breite der Bevölkerung treibt wahrscheinlich einen Strukturwandel nicht aktiv voran, aber ist davon betroffen. Ja, und wir laufen dann natürlich immer Gefahr, wenn jetzt das Verständnis für die Notwendigkeit nicht gegeben ist, dass uns diese Menschen den Klimaschutz bei der nächsten Wahl wieder abwählen. Ja, also das ist halt die Gefahr, in die man da laufen. Ja, also man hat ja also diese unsägliche Corona-Pandemie und die doch, ich sage mal, dass ein Fehler passiert, ja, also auch im Management. Aber die hat uns ja gezeigt, was passiert, wenn Menschen glauben, dass etwas Ungerechtes passiert und dass Maßnahmen nicht notwendig sind. Ja. Warum auch immer, ja, also weil es ihnen eingeredet wird, weil sie es in Social Media irgendwo gelesen haben. Aber da sehen wir eine enorme Reaktanz, einen enormen Widerstand gegen Maßnahmen. Und wir müssen aufpassen, dass uns das eben bei so einem Strukturwandel nicht auch passiert. Die Gefahr sehe ich. Und Wandel ist ja immer sehr besetzt, bei allen Menschen, mit Sorgen und Ängsten oder auch mit dem Gefühl der Ohnmacht. Also die Sorgen der Arbeitnehmer, die Sorgen, mir wird mein Auto weggenommen, ich darf dies nicht, ich darf das nicht. Wie schaffen wir es denn persönlich besser, mit solchen Unsicherheiten einfach umzugehen? Also wie können wir da mehr Resilienz entwickeln? Weil wir sind ja, gerade wenn ich an junge Menschen denke, die wachsen ja in dieser Situation, das ist ja schon fast so eine Transformationsgeneration, weil es einfach alles unglaublich schnell geht, die Prozesse sich alle beschleunigen, Zeit der multiplen Krisen ist. Das ist ja ganz schnell sehr überfordernd. Ja, ich glaube, dass... Ich glaube, dass bei vielen Leuten so ein diffuses Bild entstanden ist von dem, was darf ich denn? Und wie sieht mein Leben da aus und wie könnte es aussehen, wenn ich mich halt an diesem 1,5 Grad Ziel halten will? So, wie sieht das aus? Wie sieht mein Leben aus? Was darf ich nicht? Und was muss ich von meinen Privilegien halt beiseite stellen? So, ich glaube, da würde ich mir für mich auch wünschen, ja, wie sieht das Leben aus, wenn ich das erreichen will? So, ich glaube, vielleicht können wir das runterbrechen auf den Durchschnittsdeutschen, der halt in seiner Wohnung lebt oder in seinem Haus lebt.
Wie sieht das aus, das Leben? So, ich glaube, da ist ganz viel, bei ganz vielen Leuten noch die Angst, so, ja, mir wird das weggenommen das kann ich so nicht. Kann ich nicht akzeptieren oder will ich nicht akzeptieren. Ja, extrem guter Punkt. Also, wir haben tendenziell als Menschen schon so etwas wie einen Status Quo Bias. Uns ist oft das bekannte Übel lieber als etwas Unbekanntes, ja, weil wir wissen nicht, was eine Veränderung bringt. Es braucht dafür sicher auch diese Bilder und diese Vorstellung, wie kann das überhaupt aussehen. Und ich glaube, wenn man jetzt Menschen fragen würde, ich habe es nicht gemacht, aber wenn man jetzt so eine große Befragung machen würde, wo man Menschen fragen, wie schaut für Sie jetzt so ein klimafreundliches Leben aus, jetzt in Ihrem Kopf, dann würden wahrscheinlich eher negativ besetzte Begriffe kommen, wie Verzicht zum Beispiel. Wir haben immer diese Verzichtsdebatte, ja, alles ist Verzicht. Und Verzicht ist jetzt kein Motivator. Ja, also damit lockt man jetzt oder damit begeistert man die Menschen ja nicht. Das ist ja auch unheimlich erfolgreich eigentlich gewesen bei dieser Erfindung des Carbon Footprint, also quasi das Erfindung von BP, großem Ölkonzern, letztlich diese Verantwortung, diese Last komplett aufs Individuum zu schmeißen. Und damit muss natürlich Klimaschutz komplett mit Verzicht und mit Schockstarre verbunden sein, weil es ja irgendwie, weil es ja nicht gesellschaftlich organisiert ist oder mal als großes Ganzes irgendwie da quasi irgendwie sich so organisiert, dass man halt irgendwie klimaneutral und komfortabel leben kann. Wenn man es nur auf den Einzelnen wirft, dann geht es ja nicht mehr anders. Ja, in der Vorstellung. Extrem wichtiger Hinweis. Ja. Also man kann diese Verantwortung eben nicht auf Einzelne abschieben. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass auch jetzt Individuen, ich meine, es wäre bequeme Ausrede, wenn wir sagen, es passiert ja nichts, also lehne ich mich zurück und warte, bis sowas passiert. Ja, ich glaube, diese Zeit haben wir auch immer. In Wirklichkeit müssen sich alle, die es können, die auch den Luxus haben, sich die Frage zu stellen, die Frage stellen, was kann ich tun? Ja. Aber das ist doch genau die Frage nach dem Beitrag, dann, den ich vielleicht leisten kann. Das eine ist natürlich das hehre Ziel, gleich zu sagen, ich möchte im Einklang mit dem, sagen wir vielleicht 1,5 Grad Limit leben und alles dafür tun, dass das passiert. Das ist natürlich, ich finde das eine riesen Herausforderung, weil dann habe ich immer das Gefühl, es reicht nicht, was ich tue, glaube ich. Also es ist auch von dem Status quo, in dem wir leben, den wir uns aufgebaut haben, vielleicht stelle ich mir das sehr schwer vor. Und ich würde aber an einem Punkt Ihnen gerne noch mal ein bisschen widersprechen, wie Sie vorhin gesagt haben, ja, wenn ich das Auto mal stehen lasse, dann habe ich ja nicht das Gefühl, damit ich da was Gutes getan habe. Das finde ich jetzt persönlich nicht. Also ich freue mich für jeden Tag, wo ich aufs Fahrrad steige und mein Auto stehen lasse. Ich finde, das hat schon auch eine Wirksamkeit, auch wenn es sich jetzt vielleicht nicht messbar in unserer Atmosphäre niederschlägt. Ja. Also was ich meinte, ist gutes Gefühl, ja. Also wenn immer wir mit umweltfreundlichen oder klimafreundlichen Einstellungen etwas tun in die Richtung, haben wir gutes Gefühl. Ja. Was ich nicht sehe, ist die Wirksamkeit aufs Klima. Also sowas gemeint. Aber vielleicht, ich würde vielleicht gerne dann mal ins Publikum fragen, weil ich fand diese Frage so spannend. Ja, Leben im 1,5 Grad Limit, was kann ich dafür tun? Vielleicht jetzt ohne einen Vortrag zu halten, vielleicht ruft es einfach mal was rein, was es für Sie heißt, was Sie machen. Wäre es eventuell sinnvoll, denn für jeden persönlich ein 1,5 Grad Ziel zu definieren. Das heißt, man seine persönlichen Lebensumstände, das wäre eine Aufgabe vielleicht an Sie, mal einfach zu definieren. Jeder sagt im Prinzip, wie lebe ich, was mache ich? Da gibt es einen bestimmten Fragenkatalog, den man entwerfen kann, eine gewisse Dinge, die da reinkommen, für jeden persönlich einen einzelnen. Wenn Sie sagen, ich möchte diese Frage beantwortet haben, dass man für jeden Einzelnen individuell einen Fragenkatalog, irgendwas zusammenstellt, damit diese Frage im Endeffekt beantworten kann. Nach dem Motto, wenn du dann in der Situation, wie du gerade bist, ich wohne jetzt auf dem Land, muss das Auto haben, okay, Auto musst du benutzen, aber du kannst andere Dinge vielleicht machen, damit du diese 1,5 Grad erreichst. Das wäre auch für jeder eine Idee, die vielleicht auch an Sie möglich wäre, da sowas zu machen und da vielleicht auch persönlich für jeden einzelnen Menschen im Prinzip seinen eigenen 1,5 Grad Ziel oder wie auch immer Ziel zu entwerfen. Sie sagten vorhin, dass Sie auch Umfragen aus China verwendet haben oder dort durchgeführt haben. Nun wissen wir ja, dass also der Beitrag, den wir zum Klimaeffekt beitragen, als Deutschland und auf der anderen Seite China, Russland und Amerika und so weiter, sehr unterschiedlich ist. Insofern wäre es nochmal interessant für uns, denke ich, zu wissen, wie denken denn die Menschen in den eben genannten Ländern über das Thema? Wie bewusst sind die sich, dass etwas passieren muss? Und weil ich höre oft Stimmen,
jetzt normale Menschen stimmen, sage ich jetzt mal nicht. Ich würde jetzt mal sagen, es sind alle Leute, normale Menschen stimmen heute Abend hier. Super, das ist schon blöd, okay. Die aber dann sagen, ja, warum regen wir uns eigentlich auf? Wir produzieren 2% des CO2 auf der ganzen Welt und sollen die Chinesen jetzt mal anfangen. Wie denken die darüber? Wie Chinesen und Chinesinnen darüber denken? Ich weiß es nicht. Das mit Befragungen ist in China naturgemäß schwierig. Ich habe eine Studie aus China genannt, da wurden auch nicht alle Fragen gestellt, die in anderen Ländern gestellt wurden. Zum Beispiel wurde die Frage ausgelassen nach der Wirksamkeit des Kontaktierens von PolitikerInnen. Also diese Frage wurde in China nicht gestellt. Ja. Also das ist ein bisschen schwierig, da habe ich jetzt auch nicht so den Zugang. Aber was wir eben oft sehen, dieses Argument, ja, aber in China, dort ist es ja eigentlich viel schlimmer in Bezug auf ja, Emissionen und Klimaschaden. Und diese Frage, es ist nicht ganz so einfach. Wenn wir das pro Kopf anschauen, wenn wir pro Kopf Emissionen ansehen, dann sind wir jetzt in Deutschland und China ungefähr am gleichen Level. Da muss man auch noch sich den Handel anschauen und die Produktion. Es passiert sehr viel Produktion für den Weltmarkt in China. Wenn wir jetzt Emissionen darum bereinigen und quasi lebensstilbasierte Emissionen ansehen, dann sind wir in Deutschland, also vor Corona hatte ich Zahlen, ich glaube es waren 12 Tonnen oder 11 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr, in China waren es 7. Es ändert nichts daran, dass jetzt China massiv aufholt. Ja, also mit den Kohlekraftwerken, ja, das geht nach oben, das geht rasant nach oben. Aber momentan sind wir in Deutschland noch relativ weit voraus, lebensstilbasiert. Wo wir auch noch voraus sind, ist, was historische CO2-Emissionen angeht. Also das sind Nordamerika und Europa die größten Emittenten seit 1750. China ist da bei 14-15%, Europa, EU-27, ist da irgendwo bei 23%. Und ich glaube in Nordamerika bei 28, aber ich habe jetzt die Zahlen, da. Also, ja, jetzt ist halt die Frage, ob ich es auch finde, aber wir sind historisch auf jeden Fall voraus und haben natürlich auch unseren Wohlstand damit aufgebaut. Ja. USA 25, EU 28, 22% und China 13%. Das bezieht sich jetzt auf die Emissionen von 1751. bis 2017. Ja, man kann davon ausgehen, dass jetzt China vielleicht 1-2% aufgeholt hat. Was mich sehr um die Menschen wirbt, dass sie selber überlegen, was ist das, worauf ich gut, ich sage mal das Wort, verzichten kann und was ist das, wobei ich es oft eben auch einen Gewinn finde und kein Verzicht, aber das ist vielleicht, da muss man dann erstmal sich auch vielleicht selber hinentwickeln. Mhm. Was ist mit diesem Ansatz? Ne, zu sagen, ja, auf die, weiß ich, auf den Trockner kann ich nicht verzichten, aus den und den Gründen, aber ich mache dafür das und das und das. Also, dass man praktisch selber sich überlegt, was zum eigenen Lebensrhythmus, zur eigenen Lebensphase passt, was sich ja durchaus auch im Laufe des Lebens ändern kann, oder des Berufslebens, des Privatlebens. Also, darf ich das? Ich will nicht so viel reden. Da wollte ich gerne was zu sagen. Ah, gerne. Weil ich finde, Ihre Aussage, dass Sie sich freuen, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren, anstelle des Autos zu benutzen, das ist natürlich ein Bewusstsein, was das voraussetzt. Und ich habe so den Eindruck, hier sind vielleicht Menschen im Ort, im Raum, die das nachvollziehen können, aber meine Nachbarn, die wüssten mit der Aussage gar nichts anzufangen. Und da habe ich so eher das Bedenken, dass das einfach wirklich eine Bewusstseinsveränderung erstmal ja, implementiert werden müsste. Und ich denke, es müsste mehr an der Verwaltung die Stellschraube gestellt werden. Also ich habe das als Beispiel aufzuführen. Ich wohne jetzt seit 22 Jahren in Frechen, habe vorher in Köln in der Stadt gewohnt, wo ich längst nicht so viel Veränderungen vielleicht mitbekommen habe. Jetzt hier, es sind so viele Häuser verkauft worden, die auf einem Grundstück standen, wo grün war. Die ganze Umstrukturierung war so, dass immer mehr Grün verschwunden ist. Das heißt, da müsste doch, wenn die Bauherren oder ja, die
das auch schlüsselfertig anbieten, mehr verdienen, weil sie da mehr Parteien unterbringen können und. Dann müsste doch die Verwaltung da einen Riegel vorschieben und sagen, dafür müssen wir dieses und jenes an Ausgleich schaffen. Und das, ja, das passiert nicht, weil das sind auch Menschen und die haben kein Bewusstsein für diese Entscheidung, dass sie nämlich da an der Schraube drehen können. Also ich habe mich zum Beispiel beschwert, es gibt eine Ampel an der Dürener Straße, bevor ich zum Militärring komme, wenn ich von hier aus nach Köln reinfahre. Und dann habe ich beobachtet, wenn kein Verkehr ist, dann schaltet die in kurzer Zeit um. Die Ampel ist nur für Fußgänger und Radfahrer, Jogger und so. Ja, wenn viel Verkehr ist, stehe ich da minutenlang. Dann hilft mir das ja gar nichts. Also habe ich eine Beschwerde geschrieben, dann ruft mich heute tatsächlich einer an und erklärt mir das. Ja, sag ich, ich brauche das eigentlich nicht erklärt zu haben, es ist ja genau mein Punkt. Ich als Radfahrer möchte endlich mal anerkannt werden und ich möchte da rüber. Und wenn viel los ist, dann komme ich ja nicht rüber. Also das ist so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ich habe sehr ähnliche Problematik noch dort geschildert bekommen, dass es eben auch in der Stadtverwaltung sehr schwierig sein kann. Und mir persönlich war, ehrlich gesagt, bis vor kurzem nicht bewusst, welchen, also schon irgendwie, aber dann irgendwie nicht bewusst, welchen Stellenwert Autoverkehr in Deutschland hat. Es hat in Österreich einen hohen Stellenwert. Es geht hier, glaube ich, noch einmal auf ein ganz anderes Level. Und das habe ich erst in den letzten Wochen realisiert. Einerseits durch die Lektüre dieses wunderbaren Buchs von Katja Diehl, Autokorrektur. Und andererseits eben auch durch diese Erzählungen. Ja, also das macht es natürlich sehr schwierig. Ich sehe aber trotzdem, also diese Bewusstseinsveränderung, sie passiert zu einem gewissen Grad. Sie passiert langsam. Sie wird auch von den jungen Menschen vielleicht ein bisschen stärker getrieben. Das Auto hat einen enormen Stellenwert für meine Elterngeneration zum Beispiel. Ja, am Land in Österreich, das Auto war alles. Es war Freiheit, es war Status, es war Besitz, es war Lebensgefühl. Für die jetzt 20-Jährigen ändert sich das. Nicht für alle sozioökonomischen Gruppen, muss man auch dazu sagen, aber gerade für Mittelschicht, obere Mittelschicht, das Auto ist halt ein Fortbewegungsmittel. Ja, das hat nicht mehr... Also diese Dinge passieren aber zu langsam. Ja? Also das muss man schon sagen. Und darf ich noch zwei Sachen sagen, weil wir das vorher gehabt haben. 1,5 Grad Ziel persönlich, ich wollte dazu noch kurz kommentieren. Ich glaube, das würde wahrscheinlich die Menschen überfordern, wenn man ihnen so etwas Komplexes gibt. Womit wir manchmal arbeiten ist, also ich habe da so einen Chart, Wirksamkeit und Schwierigkeitsgrad von klimarelevanten Alltagsentscheidungen und dann auch Langfristentscheidungen. Das gibt es zum Download unter klimapsychologie.com, auf Downloads, da kann man sich diese Charts anschauen. Und das gebe ich Menschen oft mit, weil da ist eben jetzt nicht mit Zahlen, aber zumindest mit einer kleinen Illustration aufgeschlüsselt, was wie viel. Ja. Also das nur so als. Und noch ein Gedanke, Verzicht. Auch gestern bei der Initiative Nürnberg Autofrei ist ein wunderbarer Gedanke gekommen. Also ich sage ja auch, mit von Verzicht zu reden, das ist immer schwierig, man muss es vielleicht einfach aus einer anderen Perspektive sehen. Und die Perspektive, die Nürnberg Autofrei hat, ist Tausch. Es geht nicht immer um einen Verzicht, es geht um einen Tausch. Es geht zum Beispiel um den Tausch eines Parkplatzes vor meiner Wohnstraße in der Stadt gegen eine sichere Straße für meine Kinder. Und ich glaube, solche Perspektivenwechsel brauchen wir auch und das kann man auch gut kommunizieren. Sehr schön. Ja, gerne, bitte. Ach so, ja. Dieses Klimaziel 1,5 Grad, eine sehr abstrakte Zahl. Glaubt ihr daran, dass wir da noch darunter sind? Oder habt ihr die Erkenntnis mit dem ganzen Zahlenwerk, die euch zur Verfügung stehen, dass wir da längst drüber sind? Also, das ist ja keine rot verlaufende Linie. Und es ist ja kein Diagramm, was ich da erinnere. Das sind ja Weltklimaeinflüsse, die ja in vielen Bereichen ablesbar sind, sei es in den ganzen Winden, die nicht mehr da sind, sei es in den Polarpolen, die schmilzen. Und wenn ich so eine Zahl von 1,5 Grad höre, dann weiß ich doch, wir sind da ganz woanders mittlerweile angekommen. Nicht auf Kurs, aber ich glaube, die Antwort möchte ich übergeben. Ja, also es wird sehr, sehr knapp. Also kürzlich hat auch ein Forschungsinstitut für sich das 1,5 Grad Ziel so ein bisschen abgeräumt und sagt, da werden wir es nicht mehr drunter
schaffen. Es gibt sehr viele gute Gründe, warum man das auch so annehmen kann, dass wir wahrscheinlich nicht unter den 1,5 Grad im Jahr 2100 bleiben. Das ist ja auch immer, dieses Ziel mache ich ja immer nur das Jahr 2100. Und das ist eigentlich auch nochmal eine interessante Sache dran. Also Klima ist nicht dann zu Ende und Klima ist auch nicht zu Ende, wenn, ein bisschen davor oder nach, oder wenn wir eine Gradzahl gerissen haben, und wir werden auch dieses Thema Klimakrise niemals loswerden. Also es ist ein bisschen wie so eine chronische Krankheit, die wir uns eingesammelt haben. Vielleicht, und wir hoffen jetzt irgendwie, dass es nicht irgendwie ein lebensbedrohlicher Krebs ist, sondern eher sowas wie Rücken auf die Dauer dann wird. Und das wird man auch nicht los, da muss ich immer drum kümmern. Aber muss ich immer damit befassen und immer was dran pflegen. Ich kann vielleicht die Frage nochmal an einer anderen Ecke beantworten. Ich habe die nämlich letzte Woche auch mal in einer Runde gestellt. Es war eigentlich eher so der Anfangsgedankenteaser. Es waren Leute, die so aus Umweltverbänden und auch ein paar IndustrievertreterInnen und aus Thinktanks beieinander saßen und haben die mal gefragt, was die denn eigentlich so persönlich schätzen, wo wir im Jahr 2050 und im Jahr 2100 so temperaturmäßig rauskommen. Also nicht, welches Szenario, welcher Zweckoptimismus, und so der Durchschnitt war, glaube ich, fürs Jahr 2050 haben die Leute 2 Grad geschätzt. Nicht fürs Jahr 2100, sondern für 2050. Und für 2100 waren wir da immerhin schon mal bei 2,6 Grad, so im Durchschnitt. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass die Leute, weil man die ganze Zeit irgendwie anstrengend Zweckoptimismus im Tag betreiben muss, wenn man das mal gefragt wird, dass man in die andere Richtung ein bisschen gegenschwingt. Oder weil man die Ungeduld drin hat, all die Veränderungsprozesse, die doch eigentlich überfällig sind und wo man die Konzepte in der Schublade hat, mit denen man pusht, dass die passieren zwar, aber sie passieren natürlich viel langsamer als das, was man sich selber natürlich wünscht. Aber wir gleichzeitig machen wir ja auch irgendwie so eine Veränderungsbiege hin. Und ich glaube, diese Prognose können wir in 10 Jahren deutlich belastbarer sagen, auch 2100, weil wir dann sehen, wie viel ist eigentlich in dieser gesellschaftlichen Dynamik noch eigentlich angekommen und wie viel noch nicht. Da sind wir gerade bei der Bewegung, bei dem steilen Pfad, mit dem du eigentlich so ein bisschen eingestiegen bist und auch mit dem Vertrauen in den Transformationspfad. Und ich überlege jetzt, ob es vielleicht, man kann ja auch als mit CO2-Budget rechnen und runterrechnen, dann ist es eher so wie eine Sanduhr und man sieht, was können wir uns noch leisten eigentlich. Aber das ist natürlich auch was Frustrierendes, weil irgendwann ist dieses Budget aufgebraucht und was tun wir dann? Wie geht es dann weiter? Also ich finde es eine große Frage. Ich hatte mir aber einen Satz als Mitmachsatz vorhin noch aufgeschrieben. Jedes Zehntel Grad zählt. Da hätte ich gerne noch mal ein bisschen Ausführung von allen beiden dazu, weil ich fand das sehr spannend. Magst du damit anfangen? Ja, ich fange damit an, weil es so psychologisch in dieses Argument, es ist zu spät, hineinspielt. Mhm. Und irgendwann ist es dann vielleicht eben zu spät für das 1,5 Grad Ziel. Ja, das kann schon sein. Aber beim Klimaschutz verhält es sich nicht wie mit einem Zug, der abfährt und den man verpasst. Ja, ich vergleiche das immer eher mit einem Friseurbesuch. Also, da könnte ich auch jetzt sagen, bald, ja, es ist eh schon zu spät, ich brauche mir die Haare nicht mehr schneiden, es schaut eh schon schlimm aus. Oder ich kann ruhig noch weiter trinken, ich brauche jetzt keinen schlimmeren Kater mehr vermeiden, ich bin ja schon ein bisschen betrunken. Ja, oder ich am Weihnachtsabend, der Christbaum brennt, ja, es ist zu spät, er brennt schon und der Abend ist ruiniert. Also muss ich auch nicht mehr löschen. Ja, also das ist eine Logik, die wir in diesen Situationen auch nicht anwenden würden. Und das dann beim Klimaschutz anzuwenden, ist eigentlich etwas eigenartig, ja, bei so einem wichtigen Thema. Und das ist eben kein Zug, der abfährt, sondern jedes Zehntel Grad zählt und mir ist eine plus 2 Grad Welt lieber als eine plus 3 Grad Welt. Und eine plus 3 Grad Welt, die natürlich katastrophal wäre, aber ist besser als plus 4 Grad. Ja. Also das braucht man nicht drüber reden. Zumal wir ja vorhin gehört haben, dass es ja auch Kampagnen gibt, die schon bei uns angeschlagen haben. Also wir halten uns ja unter anderem an Dinge, Mülltrennung, war am Anfang sehr, sehr mühsam, ist uns eigentlich so in Fleisch und Blut übergegangen. Und da gibt es ja auch viele andere Dinge, wie wir Dinge umgestellt haben oder wie vielleicht jeder Einzelne in seinen eigentlichen Gewohnheiten Dinge umstellt, die ihm dann erstmal komisch vorkommen und die er dann aber doch so lebt und wo er sich auch vielleicht darüber freut, dass er es geschafft hat, eine Gewohnheit zu verändern. Mhm. Also das Petitum dafür, dass es sich auf jeden Fall immer lohnt, und dieser Satz sozusagen, das bringt sowieso nichts mehr, ist sowieso schon zu spät, ein Satz, den wir lieber vergessen sollten oder ad acta legen sollten, das höre ich da so ein bisschen raus.
Aber ich würde vielleicht noch jeder Zehntel Grad zählt, das Zehntel Grad zählt. Das hat dann mal eine Schippe drauflegen. Also zum einen, klar, also man könnte auch sagen, wir werden das 1,5 Grad Ziel nicht schaffen, jetzt 10 Grad sein, dann schaffen wir vielleicht das 1,6 Grad Ziel. Ist auch noch extrem erstrebenswert. Und gleichzeitig sollten wir auch nicht übersehen, weil wir eben so viel gesellschaftlichen Wandel und Dynamik und auch immer wieder neue Sachen entdecken, die dann auch plötzlich zusätzlich noch mögbar und vorstellbar werden, würde ich auch dieses Ziel nicht so generell abräumen wollen dafür. Es wird unwahrscheinlicher, dass wir es einhalten, ja. Gleichzeitig kann man ja genauso wie man einen Technologieoptimismus hat, auch einen Gesellschaftsoptimismus zuweilen an den Tag legen, wie viel eigentlich dann letztlich auch Gesellschaften bereit sind, nochmal stärker umzusteuern und zu machen, um unter anderem dann irgendwann nicht nur zu einer Klimaneutralität, sondern auch zu einer klimapositiven Geschichte irgendwann hinzukommen. Und dann ist natürlich auch wieder viel mit den Temperaturen möglich dabei. Ist aber halt eine längerfristige Prognose. Und je optimistischer und proaktiver wir natürlich in diese Dynamik einsteigen, desto höher sind die Chancen, dass wir auch bei sowas rauskommen dabei. Ist halt auch wieder eigentlich so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt dabei natürlich. Ich würde gerne einen Diskussionspunkt mal reinbringen. Welche verschiedenen Motivationen müssen wir eigentlich auch für die verschiedenen Schichten der Bevölkerung haben, ganz besonders in Bezugnahme auch auf die Altersstruktur? Wenn ich jetzt gerade mal Deutschland betrachte, ist ja kein Geheimnis, dass die Altersstruktur in Deutschland eher bauchlastig ist. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie bekommen wir denn auch diese Strukturen so motiviert, dass sie auch die Haltung ändern, um das Ganze weiterzugeben als positives Beispiel. Und ich glaube, ohne dass ich motiviere, dass die Haltung geändert wird, mich als Mensch, als Wert in mich aufnehme, das erreichen zu wollen, werde ich wahrscheinlich wenig Anklang finden oder wenig Begeisterung finden. Danke. Ja, also ich sehe zwei Ebenen. Das eine sind natürlich, jetzt reden wir so viel von Strukturen, die wir brauchen würden, ja, aber natürlich müssen uns Rahmenbedingungen gewisse Entscheidungen erleichtern. Ja, also wenn ich mit dem Fahrrad fahre und mich damit in Lebensgefahr begebe, wie ich das immer in Graz mache, aber in Nürnberg ist es schlimmer, habe ich gehört. Okay, das ist halt nicht interessant. Das spielt dann Stuttgart, ja. Die haben zumindest die Gründächer. Ja. Aber ja, also wenn solche individuell klimafreundlichen Entscheidungen schwierig sind, dann werden sie halt auch nicht gemacht. Ja. Also es braucht diesen Wandel zu Strukturen. Dafür braucht es Akzeptanz. Akzeptanz lebt immer auch ein bisschen vom Wissen und vom Bewusstsein. Also das wissen wir auch aus Studien. Menschen, die mehr über Klimawandel Bescheid wissen, die Problematik besser verstehen, haben wir höhere Akzeptanz für ambitionierte Maßnahmen. Also das sehen wir, zumindest haben wir da ein paar, also es ist ja kein ganz starker Effekt, aber wir haben den in einigen Studien zumindest beobachtet. Ist aber noch nicht ganz durch das Thema. Also müssen wir uns auch noch genauer anschauen. Und wenn es jetzt um Motivation geht, das ist ein schwieriges Thema, ja. Also wir wissen, dass intrinsische Motivation normalerweise sehr stark sein kann. Und ich verweise immer gerne auf den berühmten Psychotherapeuten und Arzt Dr. Viktor Frankl. Es ist, also der hat das Konzentrationslager Mauthausen, glaube ich, überlebt. Ich glaube, es war Mauthausen. Und er hat ein Buch darüber geschrieben. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie er das geschafft hat, da nicht wahnsinnig zu werden und wie er sich motiviert hat. Und so ein berühmter Satz von ihm ist, oder den er auch verwendet ist, ursprünglich von Nietzsche, ist, wer ein Warum zu leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Und gut, das kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen, aber ich glaube, der Grundgedanke ist, wir brauchen einen Grund. Ja? Und ich frage die Menschen immer, okay, wenn es jetzt um Klimafreundlichkeit geht, wenn du es dann willst, ja, dann hast du Ausreden, dann hast du alle möglichen Statements, aber wenn du das wirklich willst, dann brauchst du eigentlich einen Grund. Und die Frage, die sich Menschen stellen sollen, ist, was ist denn mein Grund, da mitzumachen? Ja, und die meisten, also wenn ich, also natürlich bin ich auch eher in dieser Bubble unterwegs, in dieser Öko-Bubble, ja. Aber die meisten können sehr schnell einen Grund nennen. Kinder, Enkelkinder, Verbindung zur Natur. Das sind die drei Dinge, die da sehr oft kommen. Und wenn man diesen Grund hat, dann hat man auch die Motivation. Sie haben noch eine Frage. Hier vorne war noch eine Frage, die war zuerst und dann machen wir nochmal.
Ja, ich denke, das Problem liegt auf dem Tisch. Es gibt auch Lösungsansätze, aber sie werden nicht realisiert. Wir haben eben schon verschiedentlich darüber gesprochen, das kann jeder individuell an sich dran arbeiten, dass sie eine Problemlösung haben. Einige ignorieren es, viele sind aber bestrebt, was zu tun. Das finde ich auch gut. Wir müssen die Menschen aber mitnehmen. Das muss freiwillig sein, sowas kann man nicht verorten, das funktioniert einfach nicht. So. Ich denke, bei den Menschen an der Basis würde sich was bewirken und realisieren lassen. Aber wie frustrierend ist das denn, wenn ich auf einem Weltklimagipfel bin, es sind tausende von Menschen da aus zig Regierungen, es passiert aber nichts, weil persönliche Interessen, Machtstreben, wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Und das ist das Problem. Das Thema Klimaschutz, Klimawandel muss die Priorität 1 haben und alles andere muss dem untergeordnet werden. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir uns alleine abstrampeln, wie wir wollen. Wir werden es dann nicht erreichen. Und da mangelt es mir dran. Ich finde das sehr frustrierend, dass, sag ich mal, wenige bestimmen das Schicksal der Menschheit. Und das nervt mich fürchterlich. Weil die Frage nach den Strukturen, so ein bisschen, ne? Die Strukturen, die wir haben. Und ich würde dann. Und Ungleichheit. Und auch Ungleichheit. Ja. Direkt darauf antworten oder wollen wir es stehen lassen? Wir können es auch gerne sammeln. Ich habe es notiert. Dann haben wir es auf der Seite hier noch. Ja, also eigentlich zwei Punkte. Einerseits sagen Sie, wir haben gelernt, Müll zu trennen. Finde ich auch ganz famos, macht wirklich fast jeder. Aber dann lese ich, das Zeug wird überhaupt nicht recycelt. Ja, und wo ist dann meine Motivation? Also ich denke, das ist irgendwie. Und das andere, was ich auch beobachte, was ja so ein bisschen an den Herrn anschließt, es wird ja alles nur nach der Win-Win-Situation entschieden. Also wie kann ich Geld verdienen? Das heißt, die Firmen, die gucken jetzt nach anderen Möglichkeiten. Ne? Die Chemiefirmen, wenn sie uns vorher die Teile verkauft haben, die man in Toiletten hängt, damit es besser riecht, das war ein Abfallprodukt. Ja, und die haben die tolle Idee gehabt, das auch noch zu verkaufen als Riechteil da. Und jetzt, ja, es ist wirklich so. Und jetzt werden die sich wieder was überlegen, womit sie Geld verdienen. Aber die überlegen sich nicht, wie sie die Welt retten können, ne? Sondern jeder guckt immer nur, wie kann er Geld verdienen, wie kann er irgendwas generieren, was aber nicht zum Gesamten beiträgt. Die Frage nach den Geschäftsmodellen, wovon ich immer glaube, ich möchte ein bisschen positiv sagen, das ist schon, da ist vielleicht nicht das maximale Kapital angehäuft, aber dass es auch viele Menschen gibt, die versuchen mit ihren Geschäftsmodellen schon die Welt zu retten, würde ich gerne ein bisschen positiv auch nochmal dazu sagen. Und dann würde ich vielleicht noch die Frage von Ihnen, dem blauen Pullover mit dem roten Schal nehmen und dann... Ja, also was Sie eben sagten, die Motivation, mehr noch für die Umwelt zu tun oder gegen den Klimaschutz, war bei uns auch die Kinder, ne, die dann gesagt haben, weniger Fleisch essen oder als wir das Haus renoviert hatten, ich dachte mir an Streichen und Boden abschleifen und die dann ja Photovoltaik aufs Dach und sowas. Und wir haben es tatsächlich gemacht und haben auch ein gutes Gefühl dabei. Nur mir fällt wirklich auf, wenn wir mit Freunden essen gehen oder zu Hause kochen und die haben vielleicht keine Kinder und dann fragen die uns ja, wie teuer war das denn? Und wir sagen, ja, war schon teuer, aber wir freuen uns immer, wenn wir Waschmaschine haben, wir haben auch Zuschüsse gekriegt. Aber wenn sich das nicht rechnet, dann ist es uninteressant. Ne? Genau. Und dann eben denke ich auch, und mindestens 4 Kreuzfahrtreisen im Jahr und dann noch fliegen. Und das Problem für mich ist dann manchmal, ich denke, will ich jetzt Krach vom Zaun brechen? Will ich jetzt das schöne Essen direkt ruinieren, indem ich sage, spinnt ihr und so? Ne? Oder denke ich halt, gut, wir haben keine Kinder. Also ich bin irgendwie ein eigentlich toleranter Mensch. Ich denke, sie können das, also ich möchte eigentlich niemanden bevormunden, weil dann kommt wieder dieses Ding mit verbieten. Aber wir hinterlassen natürlich den Kindern, den Enkeln irgendwie eine Welt, die nicht mehr so lebenswert ist. Und das ist echt für mich ein Problem. Die muss man ja irgendwie machen. Also da laufen tatsächlich erfreulich viele Prozesse dazu. Also die sogenannten Carbon Contracts for Difference, furchtbares Wort, Klimaschutzverträge im Grunde genommen für die Industrie und quasi, um quasi diese Mehrkosten von solchen Prozessen ein Stück weit aufzufangen,
da wird gerade vom Wirtschaftsministerium sehr viel gerade aufgeschient dabei. Es sind als November, Dezember, jetzt noch ein Stück in Januar rein, eigentlich sind da die wesentlichen Pflöcke eingeklopft worden dazu, um da gerade sowas dann aufzusetzen. Dann kommen natürlich noch ein paar andere Maßnahmen drumherum dann halt auch wichtig mit ins Spiel, auch sogenannte Grenzausgleichsregimes, also von dem Stahl und den Produkten immer nach Europa reinholt und also dass da letztlich auch keine Missbalance drin ist. Auch jetzt mit heißen Nadeln gestrickt werden ja zusätzliche Beihilfen auch nochmal, um quasi eine Reaktion auf den sogenannten Inflation Reduction Act aus den USA, wo richtig viel Geld auch drauf gekippt wird, zu machen. Letztlich sind das alles Sachen, die natürlich ordentlich Geld kosten. Und wo damit jetzt auch eine Dynamik losgeht und also andere Stahlunternehmen wie Salzgitter sind dann nochmal eine Nummer progressiver dran als ThyssenKrupp dabei. Also Salzgitter will bis Anfang der 30er Jahre komplett umgestellt haben. Also die ThyssenKrupp sind es mehrere Phasen, die ersten Ende der 20er Jahre, das letzte irgendwann in den 2040ern. Mal gucken, ob das dann noch passiert, ob es hier dann noch passieren wird. Aber letztlich all diese Sachen muss man im Grunde genommen auch mit so einer. Und da muss man wieder eigentlich reingehen, die gemeinsamen Geschichten zu erzählen. Und da weiß ich, in dieses reinzugehen, sage ich, jawohl, das wird dann auch Geld kosten. Das ist auch irgendwie zum Erhalt, das schönes Wort, des industriellen Ökosystems hier irgendwie erforderlich damit, dass man irgendwie Wertschöpfungsketten ein Stück weit auch hier halten kann. Aber also man wirft dann auch nur dann willens da Geld drauf, das man ja selber irgendwie aus der eigenen Tasche im Endeffekt ja dann hat, wenn dann auch gefälligst was Gutes dabei gemeinwohlorientiert rauskommt, dass es eben entsprechende Nachhaltigkeit und Naturverträglichkeit und gute Arbeitsplätze halt dann auch sein müssen, die dabei rauskommen. Das ist in gewisser Weise ein gemeinsamer Deal, der dann halt da auch damit dann dabei rauskommen muss. Ja, war das ist ja auch dieser Tauschgedanke eigentlich dann drin, wenn ich dann eine bessere Umweltsituation erreiche durch diese neuen Produktionswege. Ne, dieser Tauschgedanke. Also ich denke mal, die Leute fahren in Urlaub, weil sie es schön haben wollen. Ja, warum? Weil wir hier alles verschandeln. Da so. Könnte man ja auch was machen. Die Frage Umfeld. Also von wegen Zukunft in Garzweiler. Ja, der Wunsch nach Naherholung auch und Erholung vor der Haustür und einem guten, intakten Lebensumfeld und Lebensqualität, was ja auch zunehmend ein Faktor ist für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wenn sie eine Region als attraktiv empfinden oder auch nicht. Ne? Ja? Ich wundere mich gerade, ich habe doch die Industriearbeit auch mit den CO2-Zertifikaten. Und wenn ich doch den grünen Stahl dann ohne CO2 herstellen kann, dann musst du doch, Grundsätzlich ja. Also letztlich der Gedanke dabei ist, wir haben ja den EU-Zertifikatehandel und da muss man quasi sich pro Tonne CO2, die man emittiert, muss man dann quasi ein Zertifikat kaufen. Und es wurde jetzt Ende letzten Jahres auch nochmal stärker eingeschränkt, dass es, also 2040 werden die letzten Zertifikate ausgeschüttet dann, die dann noch eine Weile länger dann halt genutzt werden können. Auch die Anzahl der sogenannten freien Zuteilungszertifikate, die quasi verschenkt werden, hören auch 2034 auf. Gleichzeitig ist halt der Preis dieser Zertifikate derzeit, schwankt ein bisschen rum und auch die Prognosen, wohin es geht, irgendwo so ein bisschen unter oder um die 100 Euro, perspektivisch ein bisschen drüber. Das reicht noch nicht aus, um diese Mehrkosten der klimaneutralen Stahlproduktion abzudecken. Da muss man noch ein Stück höher dabei sein. Und das kann man eben in einer Mischung aus dem, dass quasi staatlich diese Prozesse, also eben den laufenden Kosten bezuschusst werden, zum Beispiel indem die letztlich eine Bezuschussung dafür bekommen, für den Preis des Wasserstoffs, den sie dafür einkaufen müssen, unter anderem, oder auch an ein paar anderen Stellen reinbekommen, es darüber ein Stück weit zu ermöglichen und gleichzeitig als eine andere Komponente daneben gestellt, auch dass wir sogenannte grüne Leitmärkte quasi entwickeln müssen. Das bedeutet, dass es quasi auch aus möglichst nicht nur in der Nische bleibend Absatzmärkte für diese grünen Produkte geben muss, die bereit sind, etwas mehr zu bezahlen dafür. Interessanterweise auch die Kosten von einem Auto wäre eigentlich der Grünstahl
wären Mehrkosten für das ganze Auto von etwa 1%. Also eigentlich ist es nicht so viel an den Stellen dran. Das heißt, eigentlich sowas wie der Automobilsektor wäre prädestiniert dafür, auf privatwirtschaftlicher Seite so etwas mitzuentwickeln. Und auf der anderen Seite ist die öffentliche Beschaffung ein wahnsinnig wichtiger Hebel dann dabei drin. Das bedeutet natürlich auch wieder ein bisschen mehr Verwaltungsleute und entsprechende finanzielle Mittel, dass auch die einzelnen Kommunen in der Lage sind, wenn sie einen Kindergarten ausschreiben, der gebaut werden soll, dann eben entsprechend diese grünen Produkte auch zu fordern und dann einbauen zu können. Glaube ich, auch ein sehr großer Hebel, öffentliche Verwaltung und Gebäude auch natürlich, und Liegenschaften. Aber dann ist machen der wir Stahl jetzt eine Runde. Schau dich mal an. Ja, Runde. Es ist der Stahl eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir eigentlich in Europa keinen grünen Stahl produzieren können. Ökonomisch vielleicht ja, ökologisch niemals. Weil eigentlich müsste ich doch konsequent sein und sagen, in Europa müssen wir auf die Stahlproduktion verzichten. Wir verlagern es und lassen es da, wo die Rohstoffe sind. Wir lassen es zum Beispiel in Brasilien herstellen. In Brasilien haben wir die Energie. Die ist kostenlos, wir haben die Rohstoffe da, alle Bestandteile sind da vorhanden und wenn der Stahl fertig ist, gut, dann muss er einmal verschifft werden. Und alles, was Sie ja gerade beschrieben haben, ist ja wirklich eine rein ökonomische Rechnung. Keinerlei ökologische. Weil ich ja niemals, wenn ich jetzt grünen Wasserstoff habe, den ich für die Stahlproduktion zur Verfügung stelle, nehme ich den ja an anderer Stelle weg, wo ökologisch viel besser angebracht wäre. Stattdessen verfeuere ich das alles für Stahlproduktion. Und das ist doch keine ökologische Rechnung. Ich würde sagen, der Wasserstoff ist relativ gut eingesetzt in der Stahlproduktion und verheerend an anderen Stellen wie im Verkehrssektor oder bei der Gebäudewärme, wo ich sehr gute andere Alternativen habe dabei. Natürlich dürfen wir hierzulande damit trotzdem, weil Wasserstoff ist schon so ein bisschen eher der Champagner der Transformation der Energiewende und nicht irgendwie quasi der Schluck Wasser dabei. Das heißt, wir müssen gucken, wo man einsetzen kann. Wir werden auch niemals mit einem Tankschiff Wasserstoff ökonomisch tragfähig hierher transportieren können. Definitiv. Wie viel wir von der Stahlwertschöpfungskette hier damit ökologisch und quasi thermodynamisch sinnvoll halten können, wird sich noch ein bisschen rausstellen müssen dabei. Kommt darauf an, wie viel Wasserstoff, wie viel erneuerbaren Ausbau wir eigentlich hier im europäischen Kontext realisieren können. Da eigentlich, quasi, wie Sie auch sagen, ganz richtig, es ist eigentlich nur sinnvoll, den Wasserstoff dorthin zu transportieren, wo ich ihn an sich noch über eine Pipeline vernünftig hin transportieren kann. Ich kann damit grundsätzlich einen gewissen Teil der Roheisenproduktion auch hier weiter betreiben. Es kann aber sein, dass ein gewisser Teil davon durchaus sinnvoller in Australien, in Brasilien, in Südafrika, Namibia, wo auch immer damit stattfinden wird. Und ich dann, anstatt dass ich zwei große Transportschiffe, eins mit Eisenerz und eins mit Wasserstoff dann irgendwie versuche hierher zu schicken, dann eher ein Schiff, in dem Roheisen damit dann drin transportiert ist, die weiterführende Wertschöpfungskette und da eben die integrierten Standorte auch sind, kann durchaus auch sowohl ökonomisch als auch ökologisch tragfähig hier dann weiter passieren dabei, dass ich dann weitere Steps da habe. Aber einen gewissen Teil dieser Grundproduktion kann durchaus auch sein, dass es sinnvoll ist, woanders hin zu haben. Und wir trotzdem dann eigentlich eine weitere Beschäftigung und alles in einem durchaus gut vertretbaren Maß hier behalten können. Eine letzte. Ja, Sie haben einen wichtigen Begriff, einmal die Wertschöpfung und dann die Beschäftigung hier zu halten. Es wurde aber eben auch gesagt, ja gut, dann lassen wir doch den Ökostahl in Brasilien herstellen. Ja, nicht den Stahl, nur das Roheisen. Ich habe eben so verstanden, dass der Stahl und dass dann der Stahl fertig hierher kommt. Denn ich brauche ja auch für die Weiterverarbeitung Energie. Also ist die Frage, was lohnt sich denn noch und wann sagen die einzelnen Unternehmen, also dann gehen wir lieber woanders hin und dann sind die Arbeitsplätze weg und die Wertschöpfung auch. Und davor dürfen die Steuern auch. Das ist die Steuern. Also tatsächlich ist der Stahlbereich einer von den Sektoren, wo es am ehesten tatsächlich möglich ist, sondern so ein Trennungspunkt entlang der Kette bei der neuen Produktionsweise reinzubekommen, nämlich dass man diesen sogenannten Eisenschwamm, nennt sich das quasi so, dieses Roheisen, was da produziert wird, das kann ich dann an
Das kann ich dann nochmal weltweit mit dem Schiff durch die Gegend fahren und dann quasi an den Standorten, wo ich ohnehin bislang die Veredelung zu Stahl stattfinden habe lassen, auch das weiter zu betreiben. Das ist relativ gut möglich. Das ist im ganzen Chemiebereich deutlich diffiziler, weil wir da meistens diese hochintegrierten Standorte haben, wo es nicht so wirklich ein klares Produkt gibt, wo ich abschneiden kann. Da wird sich das mit der Zeit noch rausstellen dann, wie sich das dann aufteilt, ob es möglich ist, das irgendwie auch in so Vorprodukte und was danach in das aufzuteilen, oder ob dann eventuell tatsächlich auch, weil sie zumindest zu einem gewissen Prozentteil sich diese Produktion woanders hin verlagert und dann eventuell eher die Kunststoffe durch die Gegend bewegen. Kann noch niemand so genau sagen an der Stelle dran. Ob wir damit dann letztlich irgendwann dann nur noch drauf gehen und sagen, wir behalten einen gewissen Teil subventionierterweise hier, weil wir sagen, das brauchen wir aus anderen Gründen heraus, dann irgendwie, um quasi ein Gesamtsystem aufrechtzuerhalten. Das wird noch eine interessante Diskussion werden. In all diesen Diskussionen ist ein ganz wichtiger Punkt drin, dass wir deswegen eigentlich in Europa nicht auf einem energiereichen Fleck sitzen. Das heißt, wir müssen uns gut überlegen, wo wir auch die Erneuerbaren, die wir quasi drin haben, wo wir die einsetzen und damit auch ein hohes Maß an Energieeffizienz in den ganzen Themen drin haben. Weswegen eigentlich sowas wie die ganzen Synfuel-Diskussionen, die eine FDP gerne lostritt, oder auch Wasserstoff im Gebäudebereich einzusetzen und dergleichen, letztlich eigentlich auch eine wirtschaftsstandortfeindliche Strategie ist. Und das durchaus auch mal noch rauszustellen dabei, ist ein grundsätzlich spannender Punkt dann auch. Naja, das ist, erleben wir auch hier in der Region, dass es ja so diesen Wasserstoff-Hype gibt und wo dann gar nicht mehr hingeschaut wird, welcher ist es denn eigentlich, für welche Prozesse ist er wirklich geeignet. Ja, und alles, was ich elektrifizieren kann, statt es mit Wasserstoff zu betreiben, ist auf alle Fälle das Sinnvollere dabei. Was auch für Hochtemperaturprozesse, die in der Industrie viel laufen, durchaus auch an den meisten Stellen das sinnvollere Weg ist. Wir machen jetzt mal in dieser offiziellen Runde hier für heute Schluss. Es ist so komplex, aber, das Zitat aus Ihrem Buch, es ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Oder was andersrum. So. Zu diesem Buch, ich habe auch ein paar Exemplare da. Das ist aus der anderen Buchhandlung in Köln-Süd. Das können Sie jetzt so hier auch bei mir auch noch erwerben, um sich da über die 24 Ausreden, ne? 25 Ausreden auch nochmal Aufschluss zu verschaffen. Also vieles, da begegnet man sich selbst und seiner Umgebung auch wieder. Aber es gibt eben auch ein paar gute Aspekte da drin, wie man dem entgegentreten kann. Also auf den verschiedenen Ebenen haben wir jetzt hier ganz viele Stichworte gekriegt. Vielen Dank Ihnen allen dreien.